Herzlich willkommen auf der Bildungsplattform des Jiu-Jitsu Sachsen-Anhalt. Wenn ihr auf dieser Bildungsplattform angekommen seid, interessiert ihr euch ganz offensichtlich für die Aus- und Fortbildung, die wir im Landesverband anbieten, und unsere Bildungsplattform unterstützt uns dabei. Viele Dinge, die wir im Präsenz, also vor Ort auf der Matte, nicht unterrichten in der Aus- und Fortbildung, können wir auch über diese Bildungsplattform abfedern. Wenn ihr auf der Startseite seid, dann seht ihr schon diesen Button über das Projekt. Hier gern nochmal nachlesen, sind die Dinge, die ich euch jetzt auch gleich noch ein bisschen erkläre, schriftlich nochmal niedergelegt. Das Erste, was ihr tut, ihr könnt euch hier über die Menüpunkte ein wenig umschauen und informieren. Wenn ihr an einer Aus- und Fortbildungsmaßnahme teilnehmen möchtet, dann ist das Beste, ihr registriert euch über diesen Button hier oben. Wenn ihr das getan habt, euch registriert habt, dann sendet ihr eine E-Mail an lehrwesen@jjvsa.de. Dann kann euch jemand freischalten, und wenn ihr freigeschaltet seid, dann habt ihr Zugang auch auf diesen Punkt. Materialien und Handreichungen, das ist ein Punkt, den ihr, wenn ihr nicht registriert seid, gar nicht seht. Der wird erst sichtbar, wenn ihr euch angemeldet habt. Ich bin jetzt schon angemeldet und ihr seht schon Materialien und Handreichungen. Hier kann man sich informieren. Und wenn man dann angemeldet ist, sieht man den Punkt Module. Hier sind die einzelnen Lernmodule noch einmal zusammengestellt und aufgelistet. Was bieten die Lernmodule? Das zeige ich euch in einem nächsten Schritt. Am Beispiel des Lernmoduls Notwehr zeige ich euch, wie die Lernplattform funktioniert. Ihr braucht für das Modul ein Passwort. Das erhaltet ihr, wenn ihr freigeschalten seid, wie ich das schon erklärt habe. Das könnt ihr dann im Bereich Lehrwesen abfordern. Alle Module sind gleichartig aufgebaut. Alle Module verfügen über Arbeitshinweise, die sind gleicher Form. Diese Arbeitshinweise kann man sich auch ausdrucken, so wie ihr das gleich hier sehen werdet. Und die führen euch durch dieses Modul. Dann verfügen alle Module über den Button Videos. Hier sind einzelne Videos, die ihr euch anschauen könnt, zum Thema passend aufgelistet. Ebenso gibt es einen Button Handreichungen. Hier findet man in der Regel Lese- und Lernmaterialien, die zu dem jeweiligen Thema passen. Im Arbeitsauftrag gibt es dann wieder Aufgaben zu den Videos, Aufgaben zu den Handreichungen, und zum Schluss gibt es den Button Zielführende Fragen, Verständnisfragen. Über diese Fragen hier unten wird dann das Lernmodul sozusagen überprüft und evaluiert. Diese Fragen sind dann unter Umständen prüfungsrelevant bei einer Trainerausbildung. Oder wenn das ein Fortbildungsmodul ist, also zur Lizenzverlängerung absolviert wird, dann gibt es dazu ein Online-Meeting. Zu den Online-Meetings komme ich gleich. Zu den Online-Meetings. Wenn ihr zu einem Online-Meeting eingeladen seid oder habt euch zu einem Online-Meeting angemeldet, dann, wenn ihr den Link benutzt, den ihr zugesendet bekommt über Mail, erscheint diese Platte. Mit dieser Sichtplatte könnt ihr das Online-Meeting dann zum passenden Zeitpunkt, hier, das ist noch ein Stück hin, das findet erst in 74 Tagen statt, könnt ihr dann über die Zoom-App teilnehmen oder könnt über den Browser teilnehmen. Ihr habt da die freie Wahl und ihr seht immer in dieser Vorschau das Thema, den groben Abriss zum Thema, wer dieses Thema unterrichtet, wen ihr im Online-Meeting trefft und natürlich im Timetable, wann das Online-Meeting stattfindet. Ein letzter Hinweis zur Plattform: über den Button über das Projekt bekommt ihr noch einmal die Informationen zusammengefasst und vor allen Dingen bekommt ihr hier die Kontaktmöglichkeiten angezeigt, an die ihr euch wenden könnt. Die seht ihr dann hier als Link eingebettet in diesem Text. Für weitere Fragen einfach diese Kontaktmöglichkeiten hier nutzen. Jetzt viel Spaß auf der Bildungsplattform, viel Spaß bei Bildungserlebnissen und viel Erfolg.